denn der Prozess angedacht? Ich glaube, das ist an der einen oder anderen Stelle nochmal wieder in den Hintergrund getreten. Ich war überrascht, mit was für aufgeweckten und motivierten Menschen wir hier diese Sachen diskutiert haben. Also es ist für mich das Schönste und Überraschendste gewesen. Übrigens ein großes Lob an die Macher dieses ganzen Prozesses. Es war sehr professionell gemacht. Die Mischung der Arbeitsgruppen war toll. Und diese ganzen vielen Meinungen, die man von überall gehört hat und was die Leute eingebracht haben, das war wirklich, also ich finde es sehr, sehr toll. Also ich denke, viele von uns wollten einfach direkt mit irgendwelchen Maßnahmen und direkt mit irgendwelchen Ideen gleich loslegen. Man muss sich erstmal bewusst werden, wir suchen hier erstmal ein Leitbild und tritt mal 3-4 Schritte nach hinten und versucht mal das große Ganze zu sehen, um dann langsam wieder runterzubrechen. Und das fand ich war schon ein Prozess und also jetzt ist es irgendwie heute so für mich zum ersten Mal also so richtig logisch geworden eigentlich. Ich wäre sehr gern in der anderen, in der Energie, also Windkraft etc. Workshop auch gegangen. Finde es toll, wie gründlich die gearbeitet haben. Finde es spannend, was die jetzt da rausgearbeitet haben und auch wie sie gepunktet haben. Also da erwarte ich schon auch, da ist viel Nachdruck. Da will was gehen in der Bevölkerung. Und wenn dann auch der Gemeinderat da am gleichen einen Strang zieht, dann können wir bis in ein paar Jahren tatsächlich was erreichen. Ja, ich denke, mit der vielen Euphorie und den vielen Mitarbeitern, die hier auch zum Teil ja sehr viel ehrenamtlich machen, ist eine große Euphorie da und wir werden es auch schaffen und man kann nachhaltig werden. Was mir gefallen hat, dass es auch sehr viele Verbindungen und Vernetzungen gab, auch von verschiedenen Workshops. Also wir haben sehr viel zum Workshop 1 gehabt, wir haben zum Workshop 5 Vernetzungen gehabt und ich denke, das zeigt auch ein bisschen, dass wir auf dem richtigen Weg sind und entscheidend ist halt einfach, dass wir jetzt viel vorantreibt und auch wirklich umsetzt. Also nicht nur Worthülsen bleiben, sondern es müssen einfach Taten auch kommen.